Hallo, mein Name ist Ulrike Graf. Ich bin Professorin für Erziehungswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und mein Schwerpunkt ist die Grundschulpädagogik. Ich stelle jetzt eine Methode vor, die eigentlich sich einem Arbeitsprinzip verdankt, denn ich arbeite auf der Basis der humanistischen Pädagogik und Psychologie in der Hochschuldidaktik. Was bedeutet das? Ich versuche immer die ganze Person im Blick zu haben bei allem wissenschaftlichen Arbeiten. Die Methode ist eine der Reflexion von inhaltlichen Themen, die in einem Seminar eine Rolle spielen. In diesem Fall geht es um das Thema Resilienz, also die Frage von Widerstandskraft angesichts von Belastungen im Leben. Und meine Absicht bei dieser Einheit, eigentlich mehr als eine Methode, finde ich, bei dieser Einheit und dem Angebot ist es, dass Studierende nicht nur natürlich wissenschaftlich zu dem Thema arbeiten, sondern auch in die eigene Auseinandersetzung mit diesem Thema, wenn man so will, lebensbiografisch gehen im Rahmen dessen, was eben an der Hochschule und in einem Kontext, wo es auch um Bewertungen geht, möglich ist. In diesem Fall geht es um ein Resilienz-Framework, also ein Modell, in dem die Aspekte, die wir aus der Forschung kennen, zur Resilienz zusammengetragen und kategorisiert sind. Das Framework stammt aus einem Forschungsprojekt, an dem ich auch mit Kollegen international beteiligt war. Und die Aufgaben der Studierenden waren, beziehungsweise die Aufgabe war, sich in einem Reflexionszeitraum von 2 Wochen, also zwischen 3 Sitzungen, sich einen Aspekt oder 2 Aspekte auszuwählen, die sie für 1 Woche beziehungsweise für 2 Wochen im Wechsel oder durchgehend zum Fokus ihrer Aufmerksamkeit machen, wie immer sie das machen wollen. Das war freigestellt. Und die Auswertung im Seminar ist das, was Sie auf dem Clip sehen. Da kommt also das Framework insofern zum Tragen, als es da liegt und die Studierenden dann zusammenkommen und mithilfe solcher neutraler Figuren eben eine Figur für sich auf diesen Aspekten platzieren, die sie in dieser Zeit bearbeitet haben, im Sinn von, sie haben sie ja irgendwie sich täglich bewusst gemacht und dazu reflektiert. Der Vorteil dieser Arbeit, dass Studierende mehrere Figuren stellen können, ist einmal, dass man nicht sieht, wer was gestellt hat, denn es gibt dann erstmal einen Gruppenüberblick, was in dieser Gruppe überhaupt in den Fokus gerückt wurde. Und das Zweite ist, dass sie natürlich auswählen dürfen, wozu sie etwas sagen. Es geht jetzt nicht so direkt darum, welche konkreten Erfahrungen sie mit dem Inhalt des Aspekts, also zum Beispiel genügend Schlaf oder so, oder wissen, wo ich hingehöre, Zugehörigkeit haben, benennen, sondern dass sie reflektieren, wie war das, mir täglich etwas bewusst zu halten und darauf zu achten, wie ich es umsetze. Das ist einmal verbunden mit der Absicht, ein Austauschthema zu finden, das dem Kontext von vornherein gemäß ist. Über die Art und Weise und Methoden kann man reflektieren in einem Seminar. Und zweitens öffnet es dann den Raum für die, die wollen, auch über die inhaltliche Erfahrung, wenn man so will, zu sprechen, was dann meist auch geschieht. Dazu lasse ich die Studierenden dann erstmal in kleinere Gruppen zusammengehen, auch wenn es eine kleine Gruppe ist, weil das die Bereitschaft, sich zu äußern, erhöht. Und manchmal gibt es dann auch einen Wechsel, sodass möglichst viel Austausch in der Gruppe ist. Ja, die Vorbereitung, ja, das ist eigentlich ja keine, weil das Framework, das habe ich auch in der theoretischen Arbeit natürlich schon eingeführt und solche Figuren habe ich eben in meinem Petto, kann man natürlich auch sich erstmal sammeln, ist ja klar, wenn man anfängt mit so einer Arbeit. Was wichtig ist bei solchem Material, dass Sie hier neutrales Material nehmen, nicht etwa Mensch, ärgere dich nicht Figuren oder so, weil die viel zu sehr verbunden sind mit anderen Kontexten und Dynamiken, nämlich Gesellschaftsspielen, dass da sonst eine Vermischung auch von Energien zustande kommt, was nicht zuträglich ist. Also kann ich nur empfehlen, sich so etwas anzuschaffen. Die Erfahrung ist, dass Studierende sehr wohl häufig dann auch in einen thematisch tieferen Austausch gehen und sich zeigen. Und deshalb ist zumindest in der Art und Weise, wie ich solche Dinge häufiger einsetze, meine Erfahrung, dass die Studierenden über einen Semesterverlauf in einen Austausch miteinander kommen, in dem sie vertrauter werden und sich dann auch in der theoretischen Arbeit mehr trauen, weil sie sich sicherer fühlen, dadurch, dass sie sich gezeigt haben und eben auch andere kennen.
Ja, so geht's. Also, das sehen Sie eigentlich auf dem Clip. Es ist insofern nichts Außergewöhnliches, weil Gruppenarbeiten oder sich versammeln um einen Tisch, wo etwas ausgelegt ist, wozu man arbeitet, natürlich auch in aller theoretisch-kognitiven Arbeit möglich und üblich ist. Die Erfahrung habe ich eben schon etwas ausgeführt. Ich würde es dabei erstmal belassen, weil ich denke, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer ich mache noch weitere Evaluationen mit Studierenden.